Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es die allererste Episode Relentless. Wenn ihr nicht genau wisst, was Relentless bedeutet, es lohnt sich auf jeden Fall mal, einmal kurz zu googeln, was dieses Wort bedeutet. Das umschreibt nämlich ganz, ganz viele tolle, starke Eigenschaften. Das war's jetzt mit dieser Einleitung. Wir beginnen direkt mit dem Video. Viel Spaß und die nächsten Folgen auf keinen Fall verpassen. Relentless. The unspoken truth behind success. Bevor ich dieses Jahr in die Wettkampfvorbereitung gegangen bin, habe ich mit meinem Coach besprochen, dass wir einmal komplett die Zügel freilassen. Das heißt, keine Supplements. Ich war 1,5 Wochen nicht im Training. Wir haben wirklich mal alles locker machen wollen und haben dann versucht, nach 8 Wochen das erste Blutbild zu machen. Und das war überraschenderweise sehr, sehr, sehr gut. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich einen Gendefekt, der meine Leber langfristig belastet. Und mein tiefster Wert, der GPT, falls euch das was sagt, war 127. Das liegt ungefähr 2,5-fach über dem Maximalwert. Für meine Verhältnisse war das schon sehr, sehr gut. Dieses Mal haben wir es geschafft, den Leberwert fast in den Normbereich zu bringen. Zur Erklärung, der Leber-Normbereich ist für einen Bodybuilder über 100 Kilo in der Regel sehr schwer zu erreichen, weil die Leber natürlich auch Stoffwechselprozesse mit übernimmt oder hauptsächlich übernimmt und dadurch natürlich ein bisschen mehr Abfallstoff anfällt, der sich dann im Blutbild widerspiegelt. Fakt ist aber dennoch, mein Blutbild war absolut optimal. Zudem waren wir noch beim Kardiologen und da wir jetzt in Mexiko sind, haben wir die Möglichkeit, uns irgendeinen Arzt herauszusuchen, der uns gefällt. Und wir hatten das Glück, dass wir beim Herrn Dr. Lugo waren. Der ist hier in Playa del Carmen, wo wir uns jetzt gerade aufhalten. Und in Cancun wohl mit der beste Kardiologe, den es gibt. Und der hat mich auf Herz und Nieren geprüft. Also tatsächlich auf Herz und Nieren. Wir haben alles durchgecheckt. Ich hatte ein Langzeit-EKG über 24 Stunden. Wir haben den Herzrhythmus gemessen, Blutdruck, Puls. Und er hat gesagt, es ist alles okay, alles in der Norm für meine Norm. Die Ärzte hier in Mexiko unterscheiden sich etwas von den Deutschen. Und zwar, ich würde sagen, das Environment, dass die Krankenhäuser an sich sind zwar nicht so fortgeschritten, aber die Ärzte sind sehr, sehr gebildet. Das heißt, er hat zu mir gesagt, hör mal zu, dein Blutdruck ist bei 130. Das ist für einen Normalo schon oberes Ende, da du aber vermutlich einen größeren Herzmuskel hast, weil dein Herz mehr arbeiten muss, wird dein Blutdruck auch etwas erhöht sein. Also ist das für meine Verhältnisse in der Range. Sonst war alles in Ordnung. Blutdruck hat gestimmt, Herzrhythmus hat gestimmt. Ich hatte zu Beginn ein bisschen Bedenken, weil ihr wisst ja, so eine Vorbereitung, die birgt immer so ein bisschen Risiken mit sich. Gerade im professionellen Bodybuilding-Bereich und da war es mir einfach wichtig, dass ich vorher wirklich weiß, ist die Niere fit, ist das Herz fit, ist die Leber fit und wir haben noch den Ultraschall gemacht vom Pankreas, meiner Blase, von der Niere, von der Leber, von allem, also wir haben wirklich alles gecheckt, dafür natürlich dann auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Unterm Strich ist aber am wichtigsten, dass die Gesundheit erstmal stimmt, denn auf dem Weg zu so einer Vorbereitung oder zu einem Wettkampf habt ihr leider dieses Jahr schon häufiger mitbekommen, kann es leider ganz, ganz böse enden. Und dem will ich ein bisschen aus dem Weg gehen. Sprich, ich habe mich da wirklich intensiv um Gesundheit und ja, mein Blut gekümmert. Wie ihr in Deutschland wahrscheinlich schon mitbekommen habt, bin ich ein absoluter Fan von Meal Prep. Oder anders gesagt, ich bin einfach kackfaul und habe keinen Bock, jeden Tag zu kochen. Deswegen habe ich mir hier auch in Mexiko für günstiges Geld, also war nicht allzu teuer, ich glaube 250 Euro, einen Tiefkühlschrank bzw. eine Tiefkühltruhe besorgt. Nennt man hier Congelador. Cooles Wort dafür. Und zwar, ich koche jetzt einmal. Coole Side Note, wir haben mittlerweile einen Lieferanten für Hähnchen, der uns das Hähnchen liefert, was die Restaurants hier anbieten. Und zwar für 6 bis 7 Euro das Kilo. Der Preis ist zwar Deutschland ähnlich, wir haben aber den Service, ich schreibe ihm eine WhatsApp, am nächsten Tag bringt er mir das nach Hause in einer Tüte. Und zwar frisch. Das kommt direkt auf die Pfanne, wird gemacht, in die Boxen verteilt und zwar für 7 Tage und das kommt dann in den El Congelador. Ja, auf jeden Fall toller, toller Luxus. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben meine Freundin und ich für uns entdeckt, dass wir keine dicken Autos brauchen, keine dicken Häuser, keine super tollen Uhren und so, sondern wir brauchen funktionelle Sachen, die uns das Leben erleichtern, die uns mehr Zeit schenken und
der Congelador, der Freezer oder die Kühltruhe ist auf jeden Fall eine davon. Ich kann euch sagen, bis so ein Ding hier ist, ist es gar nicht so leicht. Punkt A, wir haben kein Auto. Wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir uns einen Roller gemietet haben, dass wir nicht 1,5 Stunden jeden Tag ins Gym laufen müssen. So, das heißt, wir haben kein Auto. Das Ding ist auch nicht so leicht, dass man es irgendwie 7 Kilometer hierher tragen kann. Und drittens, Mexikaner wollen nicht arbeiten. Das heißt, wir waren in diesem Geschäft, im ersten. Da war es mir dann tatsächlich ein bisschen zu teuer. Dann waren wir im zweiten. Da haben wir dann ein gutes Angebot gefunden. Allerdings hatten wir nicht genügend Geld dabei und wollten wechseln. Dann war der Wechselkurs aber so schlecht. Wie ihr wisst, in Deutschland ist Inflation. Das heißt, auch der Euro wird hier weniger wert. Dann habe ich aber mit einem guten Freund gesprochen. Der hat es dann über die mexikanische Bank gewechselt. Haben einen besseren Kurs bekommen. Somit haben wir dann die Kühltruhe tatsächlich günstiger bekommen, wenn man den Kurs berechnet. Ja, dann passte das Ding natürlich in kein Auto. Auch nicht in das Auto von Arturo, der so nett war, um sich darum zu kümmern und es hierher zu bringen. Also hatten wir noch eine weitere Hilfe, die hat uns nochmal 300 Peso gekostet. 300 Peso mit einem Umrechnungsfaktor von 2021, reden wir ungefähr von 15 Euro. Da war dann so ein Typ in so einem kleinen Pickup, haben wir das Ding draufgeschmissen, ich bin mit dem mitgefahren. Der hat uns hierher gefahren, wir haben es angeschlossen. Sache war geregelt. Aber ich war teilweise wirklich frustriert, wie wenig Lust Menschen haben zu arbeiten hier. Also, wenn du denen sagst, ja Leute, ich kann es nicht transportieren, gibt es die Möglichkeit? Nee. Da vorne ist auch noch ein Laden, vielleicht da. Also die haben wirklich keinen Bock. Jetzt, bevor ich mit der Vorbereitung beginne, oder sagen wir mal im Groove der Vorbereitung, habe ich ein bisschen mein Training umgestellt. Und zwar, ich habe ganz bewusst mal eine Woche nur mit Dropsets trainiert. Dazu gibt es auch, wie ihr schon gesehen habt, wahrscheinlich die Dropset-Videos, die einzelnen 4 Sachen. Und habe für mich entdeckt, ich finde das schon ziemlich cool. Dennoch wird es so sein, dass im Laufe der Vorbereitung wieder ganz normal nach Y3T trainiert wird, nach dem Trainingssystem meines Coaches. Das hat bei mir bisher super gut angeschlagen. Da haben wir 3 verschiedene Wochen. Ihr kennt das Ganze, da gibt es auch schon Trainingspläne und Videos und alles dazu. Könnt ihr euch natürlich gerne angucken. Aber jetzt am Anfang der Vorbereitung habe ich ein anderes System genutzt mit den Dropsets. Habe versucht, neue Übungen für mich zu entdecken, die ich tatsächlich entdeckt habe, die mir wirklich gut tun und die ich sehr gut spüren kann und auch kontinuierlich stärker werde. Also ich glaube, ich habe ein paar neue Werkzeuge für mein Training in der jetzigen Prep. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich von meinem Trainer noch keinen Ernährungsplan bekommen. Er gibt mir die Freiheit, über das ganze Jahr quasi so zu essen, wie ich das für richtig halte, weil er weiß, dass ich verantwortungsbewusst damit umgehe. Also ich bin jetzt kein Mensch, der jeden Tag 10 Burger isst oder Pizza. Jedoch, wenn ich abends mit Freunden ausgehe, dann esse ich mal 4 Tacos. Dann schaue ich aber, dass halt nicht so viel Gluten drin ist, das Fleisch nicht, ihr wisst, was ich meine, einfach ein bisschen ernährungsbewusster vorgehe und er weiß, dass ich so bin, also habe ich etwas Freiraum. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich versucht, mich an das mexikanische Klima bzw. an die mexikanischen Lebensmittel anzupassen. Das bedeutet, abends gibt es jetzt nicht mehr nur Reis oder Kartoffeln, sondern es gibt auch mal Tortillas aus Mais. Oder, also worauf ich verzichten möchte, ist eigentlich Wheat. Was heißt das auf Deutsch? Mehl, so, ne, Weizenmehl, genau, Weizenmehl. Darauf will ich verzichten wegen Gluten, deswegen haben wir uns jetzt Mais-Tortillas geholt. Wir haben die jetzt eine Woche lang probiert und ich muss sagen, ich vertrage die ganz gut. Wenn Neil es erlaubt, kann ich die auch weiter benutzen, weil die sind ja immer verfügbar, die sind günstig und man kann damit alles machen. Man kann Fleisch reinpacken, Gemüse reinpacken, die sind also wirklich, wirklich gut, die Dinger. Wie ihr wisst, gibt es einen sogenannten Secret Juice. Den hat mir mein Trainer vor 3 Jahren auf meinen Plan geschrieben und zwar ist das Selleriesaft. Jetzt habe ich hier natürlich keinen Entsafter. Ich habe mir damals einen Entsafter gekauft, den will ich mir jetzt nicht extra kaufen. Deswegen haben wir einfach den Blender, diesen Mixer mit diesen Scheren unten benutzt. Und der erste Tag war, hey, lass uns doch mal morgens frische Limonade machen. Dann haben wir uns Limonen gekauft, haben die geschnippelt in den Mixer. Wenige Tage danach kam uns in den Sinn, ey, erinnerst du dich noch an den Smoothie, den wir getrunken haben, da und da? Ja, was waren da drin? Karotten, Ingwer, Sellerie, Kohl, Spinat. Lass uns das auch mal machen. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass wir, was haben wir da alles drin? Wir haben Ingwer, wir haben Karotten, wir haben Sellerie, wir haben Limone, wir haben Glutamin drin. Ich glaube, die Liste wird noch länger. Auf jeden Fall
ich freue mich jeden Tag auf das, wenn ich dann morgens mein Cardio gemacht habe. Ich komme da von unserem kleinen Fitnessstudio, was wir hier in der Community haben, zurück. Und dann gibt es erstmal so ein richtig kaltes Smoothie-Getränk. Ist der Wahnsinn, ist super lecker. Auch wer Sellerie nicht mag, don't worry, es schmeckt wirklich lecker. Die Kür ist eine ganz, ganz große Nummer für mich. Kurz zur Erklärung, es gibt im Bodybuilding-Sport in der Regel 60 bis vielleicht 180 Sekunden, wo nur du auf der Bühne bist, wenn du Glück hast. Ansonsten sind es vielleicht wenige 30 Sekunden und dann musst du gehen. Wenn du nicht im Finale bist, dann war's das. Das heißt, die ganze Zeit vor dem Wettkampf ist weg für 30 Sekunden. Und ich finde, diese wenigen Sekunden, die man hat, sollte man mit vollem Genuss durchziehen. Und für mich gehört die Kür einfach dazu, weil das sind 60 volle Sekunden nur für dich. Wenn man die verschenkt, finde ich es echt schade. Deswegen gebe ich mir bei der Kür immer sehr, sehr viel Mühe. Und in der Regel ist die auch fertig, bevor ich in die Vorbereitung gehe. So wie jetzt. Die ist zwar noch nicht fertig, aber ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, okay, die Art von Musik will ich haben, die Art von Posing will ich machen, so und so möchte ich aussehen, dessen das möchte ich rüberbringen, weil jedes Posing hat so einen eigenen Stil, kraftvoll, schnell, stark, elegant. Es gibt ganz viele verschiedene und ich habe jetzt so, glaube ich, mein Setup gefunden. Meine Freundin ist übrigens mittlerweile so weit, dass sie mir bei den Posen hilft und sagt, also gestern zum Beispiel, schüttelt sie mich und sagt, ey, mir ist gerade ein Übergang eingefallen von der zu der Pose. Lass uns das mal machen. So, und also wir arbeiten da gemeinsam dran, das ist total cool. Nur das, auf das Lied konnte ich mich noch nicht festlegen. Wir haben eins im Kopf, was extrem gewagt ist. Es hat noch niemals ein Mensch auf dieses Lied gepostet. Deswegen habe ich so massiven Respekt davor. Es ist ein sehr klassisches Lied, ein weltbekanntes Lied von einem der größten Komponisten, die es gibt oder den es gab. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob ich die Nummer wirklich bringen soll oder ob ich in dem Gebiet bleibe, was mir liegt. Ein bisschen aufregender und solche Sachen. Ich habe in dem letzten Jahr festgestellt, dass je mehr Spaß ich habe während der Vorbereitung, desto besser läuft sie. Sprich, als ich das erste Mal in Tijuana war, als ich die erste Pro-Show gewonnen habe, bin ich einfach viel spazieren gegangen. Ich habe mir die Natur angeguckt. Ich war auf den Pyramiden. Statt mein Cardio zu machen, also statt 30 Minuten stumpf auf dem Cardio zu sein, bin ich einfach 45 Minuten oder 60 Minuten draußen rumgelaufen in Mexiko. Ob ich jetzt zum Walmart gelaufen bin oder auf den Pyramiden, war erstmal egal. Mein Puls lag ungefähr so bei 100, 110, wenn du stramm läufst. Die Fatburner helfen dann natürlich noch ein bisschen. Fakt ist aber, je mehr ich mich entspannt habe und die Zeit genossen habe, desto besser wurde ich. Und das habe ich versucht natürlich weiterhin so durchzuziehen. Bei der Olympia war es dasselbe. Ich habe mit meinem Papa viel Zeit verbracht, mit Eduardo viel Zeit verbracht. Das war eine wundervolle Zeit und die werde ich nie vergessen. In Polen war ich mit dem André zusammen, einem Kunden und Ex-Teamkollegen. André an der Stelle, ganz, ganz lieben Gruß. Da waren wir zusammen in Polen und ich habe gesagt, ja, jetzt machen wir uns ein schönes Wochenende in Polen und nebenbei gehen wir mal auf einen Wettkampf und gucken, was passiert. Ende. Ich habe meinen Koffer verloren. Ich war entspannt. Ich konnte 2 Tage nichts essen und trinken, also sehr, sehr wenig. Weil die Waage um einen Tag später war. Also freitags dachten wir, wir müssen wiegen, es war aber samstags. Das heißt, ich konnte nicht essen, weil ich musste Gewicht machen. Hat mich nicht gestresst. Es war einfach wirklich easy. Und wenn ich so in den nächsten Wettkampf reinkomme, wird es natürlich umso cooler für mich, denn jetzt habe ich eine ganze Vorbereitung Zeit, Spaß zu haben. Meine Lehrerin hat vor 10 Jahren gesagt, und leider verstehe ich es jetzt erst so spät, sie hat damals gesagt, der Weg ist das Ziel. Sie hat gesagt, ach, red doch keinen Scheiß. Also ich war ziemlich dicke mit ihr. Ne? Ich habe gesagt, red keinen Scheiß. Ich will auf dem Wettkampf abräumen. Ich will deutscher Meister werden. Ich will den Pokal. Und nach so vielen Jahren, das sind jetzt 12 Jahre, nach 12 Jahren habe ich endlich verstanden, dass dieser ganze Weg dahin Spaß machen kann. Der ganze Prozess, wie sich der Körper findet. Natürlich ist es hart und manchmal hat man auch wirklich keinen Bock. Aber wenn es nicht das ist, was du liebst, und morgens dafür aufstehen willst, dann such dir einen anderen Sport. Und das hätte mir jemand mal vor 10, 12 Jahren sagen sollen, dass das Ganze, was ich mache, doch geil ist. Das macht doch Spaß. Mittlerweile kann ich sogar davon leben und war die letzten Jahre immer damit beschäftigt. Ah, du musst. Und ne, mit diesem Druck, ich will einfach nur mein Bodybuilding machen, so wie ich es gern habe, mit Unterstützung von meiner Freundin, meinem Coach, meinem engsten Kreis. Und dann ist cool. Ich muss davon weggehen, die Verantwortung und meine Emotionen an andere Leute zu geben.
und die darüber urteilen zu lassen, wie ich zu sein habe. Weil letzten Endes, ich treffe die Entscheidung, ist es mein Körper und mein Look. Und jeder hat seine Meinung, das ist völlig in Ordnung. Dafür stehe ich in der Öffentlichkeit und jeder darf das auch kritisieren an der Stelle. Fakt ist aber, am Ende des Tages ist es mein Scheiß, mein Bier und meine Aufgabe, dass ich das richtig mache. Und wie ich das mache, kann ich immer noch selbst entscheiden. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es hier in Mexiko etwas anders läuft als in Deutschland. Als kleines Beispiel, man hat einen Termin um 2 Uhr und um 4 Uhr kommt dann jemand ins Büro und sagt, hey, ich bin hier, total gut gelaunt, und du denkst dir, hey, ich habe jetzt schon die nächsten 3 Termine verpasst. Davor habe ich ganz, ganz großen Respekt, weil dieses Zeitmanagement, ich bin ja so ein Deutscher, ne, muss alles getaktet sein und wenn es nicht so ist, dann geht irgendwas, ne. Das läuft in Mexiko einfach anders. Man nennt es hier Island Time. Das heißt, wenn jemand sagt um 2, komm nicht vor 3:30. Es ist niemand da. Wenn du jemanden hast, der verantwortungsbewusst ist gegenüber Zeit, dann wird der wahrscheinlich so gegen 2:30 eintrudeln, aber verlass dich da niemals drauf. Und wenn es zum Wettkampf geht, wird es natürlich präzise. Da kann man nicht sagen, ey, um 1 Uhr gehen wir trainieren und die trudeln um 3 Uhr ein. Nein, dann ist mein Training zu Ende. Oder hey, wir machen um 9 Uhr Cardio. Ich kann nicht um 11 anfangen. Um 11 habe ich die zweite Mahlzeit. Ich glaube, dieses Zeitmanagement-Ding könnte tatsächlich ein Problem werden. Das Fitnessstudio ist cool, die Menschen sind cool. Wir haben im Prinzip alles, was wir brauchen. Wir dürfen nur nicht zu sehr im Luxus denken. Also wir haben jetzt kein dickes Auto, wo wir immer mit Klimaanlage ins Gym gehen können. Brauchen wir auch nicht. Wir sind das letzte Mal gelaufen, jeden Tag. Es hat super gut funktioniert, notfalls gibt es noch ein Fahrrad. Ich muss mich davon verabschieden, diesen gemütlichen Luxus zu haben und muss comfortable werden im uncomfortable. Also ich muss, wie soll ich es erklären, der Ort, an dem wir uns befinden, der ist einfach. Wir haben keine super fancy Sachen, aber die Sachen, die wir haben, die funktionieren und mehr muss es nicht sein. Es gibt auch Leute, die trainieren, keine Ahnung, im Dschungel mit irgendwelchen oder mit Autoreifen und die sehen auch gut aus. Und wenn die das schaffen, dann können wir hier das alle mal machen. Ich muss schon gestehen, an manchen Tagen vermisse ich Deutschland schon, weil es eben einfach war. Angenommen, ich will nachts um 3 ins Gym, dann rufe ich den Chef an und sage, hey, hör mal zu, ich muss heute Nacht um 3 ins Gym, kann ich eine Schlüssel bei dir abholen? Ja, komm vorbei. Mit dem Auto hingefahren, ganz gemütlich, Mucke dabei gehört, dicke Trainingstasche im Kofferraum, noch irgendwelche anderen 5 Sachen dabei, die ich unterwegs machen kann, weil ich kenne ja alles, ich kenne ja jeden. Das fällt hier alles weg. Das vermisst ich so ein bisschen in Deutschland. Außerdem natürlich, du hast deine Leute, die immer um dich rum sind. Du hast einen Platz, an dem du comfortable bist, wo es halt komfortabel ist. Das hast du hier nicht. Ich habe hier nicht so einen riesen Freundeskreis und das ist auch in Ordnung. Ich habe hier so vielleicht 10 Leute, mit denen ich ab und zu hier und da mal was mache. Ein Trainingspartner, meine Frau ist dabei, alles in Ordnung. Aber es ist trotzdem anders als in Deutschland, wenn du dort lebst, wo du aufgewachsen bist. Ich bin nie aus meinem kleinen Loch rausgekommen aus Heidelberg. Ich kenne jede Ecke, ich kenne jedes Restaurant, ich weiß alles. Und jetzt bist du an einem neuen Ort, in einem neuen Land, in einem neuen Kontinent, mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Mentalität. Ich vermisse das Komfortable in Deutschland. Das ist aber, glaube ich, nichts, was mir großartig wehtun wird in Zukunft. Ich glaube, dass man eher daran wächst. Jetzt, wo wir aus Deutschland gegangen sind, gibt es natürlich unendlich viele Dinge, die neu sind, die ungewiss sind, die du nicht planen kannst, die du anders kennst. Also wir sind komplett aus dem, was wir kennen, raus. Das Einzige, was immer noch gleich ist, ist das Training und das Essen. Die Supplements auch, die bekommen wir nämlich auch aus Deutschland geschickt. An der Stelle einen ganz, ganz lieben Gruß an die Jungs und Mädels von Olymp, die die Möglichkeit geschaffen haben, Supplements von Deutschland nach Mexiko zu liefern. Das mal vorweg, also vielen lieben Dank. In gewisser Weise macht es mir Angst. Auf der anderen Seite ist es natürlich aufregend. Die Frage ist nur, und das kann ich leider jetzt noch nicht beantworten, nach der Olympia mit Sicherheit ja, wird es mir einen Vorsprung geben oder ist es eher ein Nachteil? Ich kann es noch nicht sagen. Es ist, wie gesagt, alles weniger in Stein gemeißelt. Es ist alles flexibler. Ich weiß nicht, ob das Richtige ist, ob es mich dann am Ende stresst, weil ich bin schon so, am Ende muss es funktionieren. Am Ende ist es mein Scheiß, der läuft oder nicht läuft. Mein Wettkampf, also alles, meine Zukunft, alles hängt davon ab. Zum Stand jetzt der Dinge. Was, ne, nach dem Bodybuilding kommt, keine Ahnung, aber
zum jetzigen Zeitpunkt hängt natürlich sehr viel davon ab. Ob das jetzt alles so gut ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Und genau an der Stelle würde ich auch nicht sagen, dass ich Angst habe. Es ist einfach nur ungewiss. Aber Ungewissheit ist keine Gefahr. Wenn es keine Gefahr ist, ist Angst die falsche Emotion. Und ich versuche immer mehr und mehr, die Situation, in der ich mich befinde, so zu durchschauen und meine Emotionen dazu anzupassen. Wenn man sagt, ich habe Angst, dann sollte zumindest irgendein Raubtier vor dir stehen oder jemand mit einer Waffe. Dann darf man Angst haben, weil dein Leben bedroht ist. Wenn du jetzt an einem Ort bist, wo dein Essen nicht 100% läuft, ist es vielleicht unangenehm oder nicht wirklich zielführend, aber ich habe keine Angst. Ja, wie gesagt, also Angst habe ich nicht, aber es ist trotzdem ein sehr aufregendes Thema. Ich muss zugeben, dass seit ich aus Deutschland raus bin, ich deutlich weniger im Kopf habe. Soll nicht heißen, dass ich dümmer geworden bin, sondern einfach, dass mich weniger Dinge beschäftigen. Mag auch etwas an der Organisation liegen. Ich habe natürlich meinen Papa, für den ich unheimlich dankbar bin, der macht nämlich gerade das Lager. Und zwar alleine. Wir sind nur im WhatsApp-Kontakt, wir haben alles geklärt, er hat sich eingerichtet, das läuft wirklich toll und ich bin unheimlich froh, dass ich ihn habe. An der anderen Stelle habe ich den Marcel, der mir bei dem Marketing hilft, bei den ganzen Challenges, die wir jetzt machen. Also ich habe deutlich, ich würde nicht sagen weniger zu tun, aber es ist deutlich strukturierter. Außerdem habe ich meine Freundin, die, wenn mal bei mir absolut Wirrwarr im Kopf ist, die mir da hilft, die Sachen zu strukturieren, aufzuschreiben, einen Zeitplan zu machen. Ich habe das Gefühl, auch wenn ich genauso viel leiste oder erledige, wir aber trotzdem irgendwie etwas mehr Zeit haben oder flexibler sind und mehr oder vor allem ich mich mehr auf diesen Sport konzentrieren kann, statt Rice Cream hier, Dropsticks da, Marketing hier, Werbung, Lager, Deadline. Ihr wisst, was ich meine, die ganzen Athleten. Ich versuche möglichst viel nebenher zu machen. Erstens, dass ich nicht so isoliert bin in dem Bodybuilding. Ich glaube nämlich, dass es nicht gesund ist. Und zweitens, irgendwo, wir als Bodybuilder verdienen ja keine Millionen. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, hey, du bist jetzt IFBB Pro, wir bezahlen dir 4.000 Euro. Nein, du darfst bezahlen. Jedes Jahr 250 Euro Startergebühr, da musst du Flüge zahlen, Hotel zahlen, irgendwo muss das Geld herkommen. Und da bin ich unheimlich glücklich, dass ich Marcel habe, den Michi habe, der mir bei Racecum hilft, mein Papa und so weiter und so fort. Also ich bin auf jeden Fall vom Kopf her etwas entspannter bzw. strukturierter. Ich habe eine Menge Druck. 5 Buchstaben für Olympia. Ich habe Druck, aber Druck ist gut. Unter Druck entstehen Diamanten. Und ja, es ist die verdammte Spitze der Welt. Das ist nicht arrogant, nicht cocky, nicht eingebildet. Wir reden hier von der Creme de la Creme der Welt. Der absoluten Weltspitze. Wir reden von Chris Bumstead, Breon Ansley, Terence Ruffin, das sind brillante Bodybuilder. Die sind nicht nur gut, die sind over the top. Und gegen die Jungs muss ich antreten. Ich bin jetzt beim letzten Mal zum Glück 7. geworden. Unheimlich, unheimlich tolle Platzierung. Urs und ich waren die ersten deutschen Athleten, die jemals in der Classic in die Top 10 gekommen sind. Ich will es nicht kleinreden. Ich werde es auch nicht kleinreden. Und auch wenn das arrogant klingen mag, es ist Fakt. Es ist auch nicht einfach, also definitiv nicht. Wird euch der Urs auch erklären. Ja, ich habe Druck. Ich will nämlich dieses Jahr etwas schaffen, was ich zuvor noch nie geschafft habe. Und das werde ich nicht aussprechen. Ich werde versuchen, einfach Taten sprechen zu lassen. Genauso wie ich das in Polen gemacht habe. Ich habe einfach keinem davon erzählt, dass ich irgendeine Show mache, bin dahin. Habe das Ding gewonnen, zum Glück. Und das werde ich dieses Mal auch so machen. Ich werde niemandem erzählen, welche Wettkämpfe ich mache, ob ich Wettkämpfe mache, ob ich die Olympia mache oder nicht. Ich habe meine Ziele, aber die werden jetzt einfach so gemacht und ich will da einfach nicht mehr drüber reden. So Leute, das war's jetzt mit der allerersten Folge Relentless. Bitte lasst mir unten mal einen Kommentar da, ob euch das gefallen hat. Wir werden das jetzt wöchentlich machen, werden euch durch die ganze Woche mitnehmen, euch ein paar Impressionen mit ins Video packen, ein paar Trainingssequenzen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei Episode Nummer 2. Bis dann, euer Mike.